Hallo und willkommen. Wie man hier sieht, geht es heute mal um den Paketdienst DPD. Am 16. Januar dieses Jahres habe ich bei Amazon bei einem Lieferanten etwas bestellt, der auch nach Ungarn liefert. Jetzt sieht man ja, 17.01. Bestelldaten wurden an DPD übermittelt. Heißt das, dass das Paket fertig war und es stand bereit zur Abholung? Und wenn ich dann sehe, 30.01. Abholung im Pickup-Paketshop durch Paketfahrer. Ist das jetzt? Es hat fast 14 Tage im Paketshop gelegen, ohne dass es abgeholt worden ist. Oder wurde es erst kurz vorher vom Versender dort abgegeben? Weiß ich nicht. Ist aber schon traurig genug. Gut, also 30.01. im Paket an DPD übergeben und seit dem 30.01. befindet sich es im Transit. So, heute haben wir also den 31.01. Sind wir mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis das Paket ankommt.